Sie sind hier, 25. Juli 2018, 13.15 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Stefan Lerch M. Nach dem Gewinn des DFB-Pokals mit Wolfsburg im Mai Urheberrecht Getty Images Frauen-Doublesieger VfL Wolfsburg setzt auch weiterhin auf Trainer Stefan Lerch. Der 33-Jährige darf sich Hoffnungen auf die Wahl zum Welttrainer machen. Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit seinem Frauenfußballtrainer Stefan Lerch vorzeitig bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem 33-Jährigen, der sich Hoffnungen auf die Wahl zum Welttrainer machen darf, teilte der Doublesieger am Mittwoch mit. Das bisherige Arbeitspapier besaß nur für die kommende Saison Gültigkeit. Es liegt auf der Hand, dass wir mit Stefans Arbeit vollauf zufrieden sind. Punkt. Das ihm entgegengebrachte Vertrauen hat er durch die sehr erfolgreiche Saison absolut gerechtfertigt, sagte der sportliche Leiter. Ralf Kellermann, den Lerch im Vorjahr beerbt hatte, die vorzeitige Verlängerung ist aber nicht nur als eine persönliche Anerkennung, sondern auch als Signal an die Mannschaft zu verstehen, dass wir den Erfolgsweg der letzten Jahre gemeinsam fortsetzen wollen.